Hallo, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's mit unserer wundervollen Serie mit Annelie Gündt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und hallo Annelie, schön, dass du da bist. Hallo, danke dir. Ja, heute geht es weiter mit unserer Serie und wir haben uns gerade noch mal kurz über das Thema unterhalten. Und es geht heute tatsächlich wirklich um die Verbindung zur Seele. Aber nicht zu meiner Seele, sondern ich kann mal Verbindung zu meiner Seele aufbauen. Es geht darum, dass du deine Verbindung zu deiner Seele aufbauen kannst. Wir sind eigentlich immer verbunden. Aber manchmal ist es doch besser, wenn diese Verbindung mal wieder reaktiviert wird, wenn sie verstärkt wird, wenn wir noch tiefer da reingehen können und so weiter und so weiter. Annelie, was kannst du uns dazu sagen? Jetzt bin ich aber echt mega gespannt. Ja, danke, lieber Andreas. Also, die Verbindung zur Seele, ich durfte die mal erleben. Da war ich auf einer Fortbildung und da haben wir gesagt, heute Nacht habt ihr dann Kontakt mit eurer Seele. Und dann habe ich gedacht, ach, sehr interessant. Also mit dem höheren Selbst, ja, mit dem höheren Selbst. Und dann habe ich mich schlafen gelegt und habe schon gedacht, sehr interessant, was da passiert. Und es war wirklich so, dass zu der angegebenen Uhrzeit wirklich dann auf einmal was kam. Und ich habe dann gedacht, ich bekomme irgendwelche ganz abgefahrenen Botschaften vielleicht oder vielleicht höre ich nichts. Und dann kam diese Frequenz von meinem höheren Selbst. Und es hat mich wirklich umgehauen, weil alles, was ich erlebt habe, war wie so eine Energie der puren Liebe. Und ich habe in dem Moment gefühlt, wie sehr das höhere Selbst mich liebt. Und es war ganz, ganz faszinierend. Und bevor wir uns überlegt haben, welche Themen wir nehmen, habe ich gedacht, dass das für euch einfach eine wunderschöne Möglichkeit ist, sich mal mit dem höheren Selbst zu verbinden, mit eurem Sein. Das ja oft einfach, ist man hier wie so ein kleiner Avatar, oft fühlt man sich so, dass man hier läuft und man erlebt alle möglichen Dinge, die einen traumatisieren, die nicht so schön waren in dieser oder allen anderen Inkarnationen. Und man ist so ein bisschen zu. Wenn ich mir die Klienten anschaue in den Einzelsitzungen, dann sehe ich oft, dass das Energiefeld, also euren physischen Körper und außenrum ist einfach oft, ihr seid wie so eingekesselt in so eine Art Kokon und habt oft die Verbindung zur Seele verloren durch die schmerzvollen Dinge. Und in dieser wunderschönen Heilarbeit, die geistige Welt für euch machen möchte, möchte sie den Zugang aufbauen, wie so eine Art Verbindung, wie so eine Perlenkette. Einhergeht wohl angeblich die Öffnung zu den höheren Frequenzen bis zu eurer Seele und Monade. Ihr seid quasi wie so ein kleiner Splitter einer Seelenfrequenz, die sich aus 64 Teilen, wie so 64 Teile seid ihr quasi in eurer Frequenz, in eurer Seele, in eurer Monade und ihr seid davon eine Erfahrung, die jetzt im Moment in dieser Zeit eine Erfahrung macht. Und deswegen sage ich auch immer, diese Auflösung in allen Zeiten, Räumen, Dimensionen, Zwischendimensionen, Realitäten, Parallelwelten, allen Verwandtschaftsgraden, damit ihr in allen Ebenen, in denen ihr euch im Moment inkarniert, um Erfahrungen zu machen, also vorwärts, rückwärts im Strom der Zeit. Die Zeit ist ja quasi wie so eine Art Ring. Also ich sehe die auch, wenn ich Inkarnationen der Akasha-Chronik anschaue, dann sehe ich das wie so ein Kreis. Und so könnt ihr euch rückwärts inkarnieren, vorwärts. Deswegen kann man diese Inkarnationen auch so gut dekodieren. Und ihr seid eben auch in anderen Dimensionen zu Hause mit eurer Seele, um Erfahrungen zu sammeln. Und diese ganzen Frequenzen, die machen Erfahrungen und speisen ein in euer Sein, in euer Wissen, um einfach als unendliches Licht die Erfahrung zu machen, die ihr macht hier auf Erden. Was ist Liebe, was ist nicht Liebe? Und in anderen Dimensionen andere Dinge. Und das macht euch reich. Und aber diese Frequenzen, diese Verbindung zu eurem Sein, das macht so unendlich viel aus. Und bei mir war das damals ein ganz, ganz großer Schub der Selbstliebe. Und das möchte ich für euch jetzt heute machen. Die geistige Welt möchte, dass ihr diese Verbindung fühlt, um euch kompletter zu fühlen, ganz zu fühlen, um dann auch zu merken, ich bin hier gar nicht allein, ich bin so verbunden, ich bin so angebunden und dass die Liebe von dieser Seele, man fühlt ja oft in Meditationen, in Channelings, in Reisen, eher Engel oder aufgestiegene Meister und ihre Frequenz kann man fühlen, aber die Liebe des eigenen Hohes Selbst und der eigenen Seelenfrequenz für einen, das ist
unbeschreiblich stark. Und das möchte ich einfach für euch heute machen, dass du fühlst, wie es sich anfühlt, von dir selbst geliebt zu sein. Das ist wunderbar. Und ganz kurz für alle Zuschauer unter euch, die das Wort Monade noch nicht gehört haben. Die Monade, das ist die Seelenfamilie, in die wir auch wieder zurückgehen, wenn wir diese Erde hier verlassen. Das kurz zur Erklärung. Und jetzt, Annelie, Dankeschön, dass du das mit und für uns jetzt machen möchtest. Vielen Dank, Andreas, nochmal für die Erklärung. Ja, dann fangen wir einfach an. Wie immer, wir setzen uns hin. Ich gehe dazu immer in so einen meditativen Zustand, mache die Augen zu. Ich könnte es auch offen machen, aber dann kriege ich so einen stiereren Blick, deswegen mache ich die Augen zu. Und ich gebe jetzt mal ins Quantenfeld, dass die geistige Welt ganz langsam die Informationen mir reinchannelt, dass ich nicht 1000 Bilder sehe. Und wir beginnen jetzt mit den Auflösungen. Und du fühlst, wie du gut verankert bist auf der Erde. Oh, jetzt kommt jetzt schon mal ganz schön Energie rein von der geistigen Welt. Jetzt berührt dich am Herzchakra. Sie beginnen während dieser Sitzung, sagen sie, an deinem Herzchakra schon zu arbeiten, das zu öffnen, für Schmerzen aufzulösen. Und sie sagen, das ist ganz wichtig, dieses Herzchakra immer weiter zu befreien, damit du auch die Liebe fühlen kannst von deinem höheren Selbst für dich selbst. Und so kommt die Frequenz von Jesus Christus und er legt seine Hände, seine Lichthände auf dein Herz und es strömt ein göttliches Licht aus der Quelle des Christus, die Frequenzen seines Seins. Er arbeitet mit einer Schwingung, die nennt sich Prosonodo-Licht. Dieses Licht fließt ein in dein Herz und du lässt dich einfach mal berühren mit dieser Frequenz, mit dieser Liebe. Und über deine Füße wachsen nun tiefe, tiefe Wurzeln in Mutter Erde. Ganz, ganz tief verbindest du dich über die Frequenz von Gaia. Es öffnen sich deine Fußchakren. Es fließt ein göttliches Licht von Gaia und verankert dich. Es öffnen sich die unteren Chakren, die Wurzelchakren, das Sexualchakra. Und tiefe Lichtwurzeln wachsen auch nach unten in Mutter Erde. Es kommen die Frequenzen der geistigen Wesen ins Feld. Es zeigen sich die aufgestiegenen Meister. Kutumi. Es zeigt sich die Frequenz von Sanat Kumara, Mutter Maria, Isis. Sie bauen ein Energiefeld auf für dich und die Frequenzen im Raum werden stärker. Erzengel Metatron beginnt um dich herum ein Lichtfeld aufzubauen und du wirst während dieser Sitzung auch von ihm gereinigt. Sie zeigen mir, über deinem Kopf befindet sich jetzt der Würfel des Metatron. Diese Frequenz fließt jetzt über deinen physischen Körper, um dein Energiefeld zu reinigen. Von Ebenen, die nicht so positiv sind. Manchmal sind das Gedanken, die einen negativ beeinflussen oder Wesen, Ebenen. Und du wirst gereinigt im Energiefeld. Und sie beginnen jetzt, deine Körper zu reinigen. Physischer Körper, emotionaler Körper, mentaler Körper, spiritueller Körper, Bodykörper und Ätherkörper. Und sie beginnen jetzt, deine Chakren zu öffnen, auch die weiteren Chakren nach oben. Das emotionale Chakra, Herzchakra, Kehlkopfchakra, drittes Auge und Kronenchakra. Dein Torus zieht Energie und Licht. Erzengel Shamuel ist da, beginnt deine Aura zu reinigen während dieser Sitzung, dass du dich richtig gestärkt fühlst nach dieser Sitzung. Und so ist es eine Ehre für die Frequenzen des Seins. Und es kommt die Frequenz von Ashtar Sheran. Und sie beginnen jetzt, Frequenzen deines Seins nach oben zu ziehen in die höheren Frequenzen. Und so beginnt am Ende deiner Wirbelsäule sich ein Licht zu entfachen. Und dieses Licht geht jetzt in linksdrehender Richtung.
deine Wirbelsäule nach oben. Alle Verspannungen beginnen sich zu lockern. Und dieses Licht geht immer höher, höher und höher über deinen Hals bis zum oberen Ende deines Kronenchakras. Und die geistige Welt beginnt mir Informationen zu geben, Bilder aus dieser Inkarnation. Leid, so viel Leid. Unliebe. Das größte Problem deiner Seele, deine Liebe, ist die Unliebe in dieser Dimension. Und so zeigen sie Frequenzen und Menschen, die dir begegnet sind in dieser Inkarnation, die auch so abgekoppelt sind von ihrem Sein, auch traumatisiert wurden von der Unliebe. Und so bist du konfrontiert mit den Ebenen der Unliebe deines Lebens und konfrontiert mit vielen Menschen und Situationen über die Nachrichten, in denen du mitbekommst, dein Sein, dass Unliebe existiert. Unliebe für andere Menschen, Unliebe für die Tiere, die Natur. Und das hat in den Frequenzen deines Seelenparadieses unendlich viel Leid erschaffen. Und die geistige Welt zeigt mir dich jetzt vor mir. Und es erstreckt sich ein ganz großes Feld an Leid. An die Verbindung und das Wissen, was du bist, als du gekommen bist in diese Inkarnation. Unendlich viel Licht. Und dieses Entsetzen über die Frequenz des Leids. Und die geistige Welt beginnt jetzt, dieses unendliche Feld an Leid aus dieser Inkarnation zu transformieren. Und so gebe ich ins Feld die Erfahrung deiner Seele, die eine Erfahrung gemacht hat in dieser Dimension, aber auch in anderen, um dich zu entkoppeln. Und so beginnen wir und die geistigen Wesen, dieses Leid abzutrennen für diesen Moment, um dich nach oben zu ziehen in die Frequenzen deiner Seele, um sie zu fühlen. Wir entkoppeln die Frequenz des Leids in allen Zeiten, Räumen, Dimensionen, Zwischendimensionen, Realitäten, Parallelwelten, in allen Verwandtschaftsgraden, in allen Ebenen des Seins, jetzt. Löschen, 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 löschen. Schulterausgleich, Energieausgleich und alle Seelenanteile kehren zurück ins Feld, die du abgespalten hast durch diese Trauer. Und ich arbeite mit den Ebenen der 9. Dimension. Ich rufe die Frequenzen der Sinat. Und ich bitte die Ebenen, sich zu verbinden. Und ich bitte dein Energiefeld aufzuräumen. Ich bitte die Frequenzen des Leids zu transformieren. Und ich brauche mehr Energie für das Lichtfeld. Ich bitte die Ebenen des Lichts einfließen zu lassen aus der 9. Dimension. Ich brauche mehr Energie. Und ich bitte die Lebensenergie hochzufahren während dieser Sitzung. Mehr Energie für die Frequenzen des Seins. Okay, die geistige Welt zeigt mir, dass sie die Chakren weiter öffnet, ganz besonders das Herzchakra und das Emotionalchakra, die öffnen sich. Okay. Okay, wir entkoppeln dich jetzt von dem Leid deiner Ahnen, von den Ebenen des Leids, das du als dein Selbstverständnis trägst, von dem, was man zu ertragen hat auf Erden, was ihnen auch widerfahren ist. Diesen Abdruck im Ahnensystem, was man zu ertragen hat auf Erden, löse ich auf in allen Zeiten, Räumen, Dimensionen, Zwischendimensionen, Realitäten, Parallelwelten, Einverwandtschaftsgraden, Schulterausgleich, Energieausgleich. Alle Seelenanteile kehren zurück, die du abgespalten hast. Die Frequenz des Leids fließt ab. Für mich sieht es aus, als ob sie eine Art, wie so eine Art Lichtfeld, eine Art Staubsauger über dich drüber bauen und sie ziehen jetzt diese Frequenzen auf. Es wird, kann sein, dass es kühler wird. Das sind die Ebenen der Traumen, die sie abziehen, ablösen. Es kommt jetzt Erzengel Metatron und er beginnt jetzt deine Akasha-Chronik zu löschen. Es ist nicht mehr die Zeit des Leids.
Wir Menschen begeben uns in die Ebenen einer neuen Zeit. Aus tiefer Liebe und Mitgefühl beginnt dir jetzt, dich zu entkoppeln aus dem tiefen Leid. Die Frequenzen fließen ein, es kommt hellgrünes Licht. Erzengel Raphael beginnt, dein Emotionalkörper zu korrigieren, deinen Schmerzkörper zu korrigieren in den Ebenen des Seins. Und so treten wir ein in die Ebenen des Rings deiner Akasha-Chronik. Wenn du möchtest, dann darfst du selbst in den Ring eintreten, sagt Erzengel Metatron. Für alle, die jetzt möchten, dürfen sie sich in die Frequenzen ihrer eigenen Inkarnationen eingeben. Du stehst auf diesem Ring all deiner Inkarnationen, in denen auch Dinge passiert sind, die weit weg sind von Liebe. Eine wichtige Erfahrung auf diesem Planet, um in all Ebenen des Seins dich immer wieder für die Liebe zu entscheiden und zu wissen, wie sich die Dunkelheit, die Manipulation anfühlt, die Illusion. Und so fließt ein göttliches Licht aus den oberen Ebenen der Quelle in den Ring, in die Ebenen deiner Inkarnationen, in denen so viel Trauma und so viel Leid dich immer noch negativ beeinflussen, in deinem Herzen, in der Tiefe deiner Seele und deiner Weisheit, Traumatisierungen, die geistige Welt beginnt zu korrigieren und zu entkoppeln. Alles Leid, das dein Sein, dein Seelenparadies zutiefst getroffen haben, löse ich auf. In allen Zeiten, Räumen, Dimensionen, Zwischendimensionen, Realitäten, Parallelwelten, Einverwandtschaftsgraben löschen, korrigieren im Licht. Schuldausgleich, Energieausgleich mit allen Wesen, die du verletzt hast, die dich verletzt haben. Und ich bitte die geistige Welt zu segnen, dich für alles Leid, das du kreiert hast und für alles Leid, das du erfahren hast. Es fließt ein göttliches Licht in dein Feld. Alle Seelenanteile, die du abgespalten hast, kehren zurück. Und so beginnt die geistige Welt, dich nur nach oben zu führen. In die höheren Frequenzen deines Seins. Und so kommt die Ebene von Metatron, die Frequenz von Nashtar, Sanat Kumara, sie begleiten uns nach oben. Und so verlassen wir die Realität in den Ebenen, denen du dich aufhältst, die dritte und die vierte Dimension. Und mit Aspekten deines Seins gehen wir in die höheren Frequenzen, in denen dein Sein sich aufhält, dein höheres Selbst. Und die Frequenz von Jesus hält den Raum. Und du gehst mit mir mit Aspekten deines Seins. Wandern wir zwischen den Dimensionen. Wir gehen höher. Höher, höher und höher. Wir nutzen die Frequenzen der Lichtchakren, die sich nach oben befinden bis zu deiner Monade. Wunderschöne Blüten aus Licht öffnen sich. Und wir begehen die Frequenz der Lichtbahnen bis zu deiner Essenz. Bis zu den Ebenen deiner Seele. So fließt ein göttliches Licht der Liebe in deinen tiefsten Punkt deines Seins, in deinen Seelenkern. Und wir fließen und fliegen in Raum und Zeit höher, höher, höher und höher. Wir befinden uns in einem wundervollen Raum aus Licht. Und in diesem Raum stellst du dir vor, wie du dich ganz entspannt auf eine Liege aus Licht legst.
und du bittest mit deinem inneren Sein, Kontakt aufzunehmen mit deiner Seele, dass sie dich in dieser Schwingungsfrequenz verbindet mit dir, um ihre Liebe für dich zu erfahren, um sie zu fühlen, die unermessliche Liebe deiner Seele, deines höheren Ichs für dich. Und ich fühle schon die Frequenz von diesem System, von dieser Seele, von diesem Seines, baut sich auf und es gibt Informationen für dich weiter. Es kommt eine unendliche Wertschätzung und Liebe für deinen Mut, diese Erfahrung auf Erden zu machen, dein Licht zu halten, immer wieder den Mut, dich zu inkarnieren, die Erfahrung zu machen in dieser wichtigen Frequenz der Erde. Unendliche Liebe von ihr für dich. Das sind die Bilder, die sie mir übermittelt für dich. Tiefe, tiefe Wertschätzung. Und nun ist es an der Zeit, ihre Energie für dich zu empfangen. Die Frequenzen in diesem Raum werden höher. Die Energie der göttlichen Quelle baut diesen Raum auf mit noch mehr Energie, um diese Ebenen zu heilen und zu würdigen. Dieses Treffen mit dir und deinem höheren Selbst. Und so öffnest du dein Herz in tiefer Liebe, Dankbarkeit. Öffnest du einfach nur dein Feld mit der Absicht, dich zu verbinden. Dein höheres Selbst beginnt, sich mit dir zu verbinden. Und du fühlst, lässt dich fluten von der Liebe an dich selbst. Du fühlst die starke Energie, die starke Verbindung. Verschmelzung, das Gefühl von Heimat. Und so möchten sie noch ein weiteres Geschenk machen. Sie verbinden dich mit allen Frequenzen deiner Seele, deiner
Monadenfamilie. Sie verbinden dich mit der Vollständigkeit deines Seins. Und es kommen diese Lichtfrequenzen ins Feld all deiner Seelenanteile. Die Erfahrungen machen in Raum und Zeit. Und sie bauen sich im Kreis auf um dich, ein riesengroßer Kreis. Und du wirst jetzt Teil dieses Kreises. Du gehst in diesen Kreis mit hinein und ihr steht da nebeneinander im Kreis. Und du fühlst diese unendliche Energie, gemeinsam vereint zu stehen. Und die Lichtwesen beginnen, das Leid aus den anderen Ebenen und Zeiten und Dimensionen deiner Monade in tiefer Verbundenheit und Liebe, die Matrix deiner Seele zu reinigen und zu heilen für alle, in allen Zeiten und Räumen, Dimensionen, Zwischendimensionen, Realitäten, Parallelwelten, in allen Ebenen, mit allen Duplikaten und Sicherheitskopien, werden alle Anteile deiner Monade enttraumatisiert und geheilt. Und alle erhalten die Verbindung mit ihrer Seele, mit dem All-Eins. Und du stehst in diesem Kreis und du lässt dich nähren und stärken durch diese heilsame Frequenz. Es ist, als ob es ein großer Tag ist für die Frequenzen des Lichts. Es baut sich ein unglaubliches Energiefeld auf. Es kommt der kosmische Rat ins Feld. Es kommen Ebenen von weit entfernt weg von deinem kosmischen Ursprung. Es stehen die Engel da, die aufgestiegenen Meister. Sie bauen ein großes Feld aus Licht in einer unendlich großen Ebene. Das ist eine Art Heilung, Segnung, die nun passiert. Und du empfängst einfach nur die Energien. Sie öffnen dich für alles Potenzial, das du bist, das du warst, das du sein wirst. Und es verbindet sich mit dir die Fülle deiner gesamten Existenzen. Diese tiefe Verbindung mit deiner Seele. Sie bleibt. Es ist wie eine Art. Die geistige Welt zeigt mir das Bild einer Perlenkette. Und ganz langsam kommt die Frequenz von Metatron. Und du fühlst es auch schon. Sie beginnen dich ganz langsam wieder zu integrieren, zurück in deinen Körper. Und dieses Gefühl und die Verbindung mit deiner Seele, sie bleibt bestehen über dein Herz. Es ist, als ob du sie mitnimmst, zurück
zu dir, zurück in deinen Körper. Und so beginnt die geistige Welt, alles zurück zu integrieren in deinen Körper, in dein Sein. Und sie inkarnieren dich zurück in deinen Körper. Mit der Verbindung deiner Seele, deinem höheren Selbst. Und du fühlst deinen physischen Körper und lass dir Zeit mit ihm zurückkommen. Wir waren weit entfernt. Du fühlst deine Zehenspitzen und du beginnst vielleicht einfach ein bisschen deine Zehenspitzen zu bewegen. Und du atmest mal wieder um zurück in deinen Körper zu finden und du bewegst dich ein bisschen. Und du fühlst diese tiefe Verbindung mit dir immer noch über dein Herz, diese Liebe für dich. Und du öffnest ganz langsam deine Augen. Du kommst zurück ins Hier und ins Jetzt. Ich hoffe, dass auch du da so schön mitgehen konntest in dieser wirklich sehr schönen Meditation, die Annelie jetzt mit uns wieder gemacht hat, in der Verbindung zu deiner Seele, zu deinem wahren, göttlichen Selbst. Und wir lassen es einfach noch ein bisschen nachschwingen. Fühle noch. Fühle dich selbst. Und erinnere dich an diese deine Verbindung mit deinem göttlichen Selbst, mit deinem hohen Selbst. Und du kannst dieses Video immer wieder anschauen, wenn du diese Verbindung wieder aktualisieren willst, wenn du sie wieder stärken willst oder wenn du sie neu aufbauen willst. Annelie, hast du abschließend noch eine Botschaft für unsere Zuschauer? Also ich habe selber gemerkt, wie mich das so geflasht hat, das hat mich so, so tief berührt. Ich musste selbst so weinen und ich fühle mich selbst jetzt ganz, ganz beseelt und ich hoffe, dass ihr dieses wunderschöne Gefühl gefühlt habt und je mehr ihr das natürlich macht und je öfter ihr das macht, desto stärker könnt ihr auch diese Frequenzen wahrnehmen eures eigenen Seins. Ja, und dann möchte ich dir ganz herzlich danken, liebe Annelie, Namaste. Ja, und dir möchte ich danken, dass du wieder bei uns warst, dass du zugeschaut hast, dass du mitgemacht hast, dass du zugehört hast. Und ich freue mich auf deinen Kommentar unten im Video. Übrigens, vielleicht hast du den Link gesehen, der auch unter dem Video steht. Es gibt jetzt diese wirklich geniale Möglichkeit, DelphinTV und mich in unserem Wirken zu unterstützen mit einem ganz kleinen monatlichen Beitrag. Ich habe neulich mit einer Teilnehmerin gesprochen und die hat gesagt, ja, sie hat sich nie getraut, einen so kleinen Beitrag zu spenden. Sie hat sich ein bisschen geschämt. Und da habe ich gesagt, nein, es ist vollkommen egal, wie klein der Beitrag ist. Und selbst wenn es nur diese 2,70 Euro im Monat sind, die nur wirklich keinem wirklich wehtun, das macht aber dann, dass es mehrere Menschen machen, die mich unterstützen. Und somit kommt dann wieder etwas mehr zusammen. Und jeder einzelne Euro sogar, sage ich dir, der zählt, der ist mega, mega wichtig. Auch möchte ich ganz kurz die Gelegenheit nutzen, auch dir zu danken, denn auch hast du vielleicht schon eine Spende mir gesendet. Und deswegen auch dir, Namaste, ganz herzlichen Dank dafür. Und in diesem Sinne wünschen die Annelie, wieder aus dem Süden der Republik, ich aus Norddeutschland, dir zu Hause ganz viel Erfolg dabei, ganz viel Freude, aber auch Gelassenheit und ganz wichtig, alles Liebe.